Wie versprochen sehen wir uns. Ach, ich glaube, das war zu früh von meiner Seite. Also, wie versprochen sehen wir uns gerade hier am Teleporter, wo wir auch letztens aufgehört haben. Wo wir letztes Mal auch festgestellt haben: Hey, die Monster werden ja stärker und wir eher nicht so. Aber ich denke mal, wir werden es schon ganz gut packen. Wir haben ja vier mutige Leute hier und einen toten Geist. Und wo ein toter Geist ist, muss auch ein Schrein nicht weit sein. Und da haben wir den auch gefunden. Dann laufen wir mal schnell zu dem hin und mal gucken, was der Schrein zu uns sagt. Oder der Geist. Wir müssen mal wieder mit der Unterwelt reden. Und gerade so hier keine Morden, bloß die ganzen. Also ich frage mich immer bei diesen Rollenspielen, das ist mal ganz merkwürdig, diese Welt, die total voller Gefahren ist. Ich meine mal, wie ein normaler Mensch würde doch gar nicht versuchen, irgendwie rauszugehen. Der würde doch in den Kürzerhand da irgendwie sterben. Ich meine, wie sollen da denn irgendwie groß Leben existieren? Die Menschen kauern da bloß in ihren Städten rum, haben Angst, dann irgendwie zwei Schritte nach außen zu gehen, bevor sie von irgendeiner wilden Kreatur dann zerrissen werden. Also, wie soll dieses Leben da in diesen Rollenspielwelten sein? Das ist ein bisschen merkwürdig gestaltet immer. Aber vielleicht sehe ich das auch ein bisschen zu falsch. Aber wir haben ein gelbes Amulett gefunden und das ist die Hauptsache, denn gelb sagt uns immer Set-Gegenstand. Und wir haben hier ein Loretas Vermächtnis, Nahkampf, Kämpfer. Ist schön. Wie viel haben wir jetzt von Loretals? 1, 2, 3. Das Nachtschatten. Das Nexus. Da haben wir 4. Nachtschatten. Okay. Auf jeden Fall haben wir anscheinend jetzt 4 Sachen davon. Aber, ja. Das ist leider ein Set, was nur für Schwert und Schild ausgedacht ist. Oder Keule und Schild. Und wir kämpfen hier mit 2 Waffen gleichzeitig. So, aber wir haben, können wir die Spezialfähigkeiten von unserem Nahkämpfer nehmen, der jetzt richtig neu ist. Boah. Mit dem Elementarschaden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der noch wirkt, der Zauber. Aber auf jeden Fall macht es schon ordentlich Schaden. Ja, der wirkt auf jeden Fall noch, der Zauber. Ist noch? Nee, jetzt nicht mehr. Sieht man ja an den großen roten Zahlen, die über den Köpfen der Gegner schwebt. Wieder so eine Sache. Ich habe noch nie reell gesehen, wenn ich ein Eichhörnchen mit einem Stein beworfen habe, dass über diesen Eichhörnchen dann eine rote Zahl erschienen ist. Wie kommt man auf diese kuriosen Ideen? Oh Gott, jetzt werde ich natürlich wieder Kommentare bekommen wie: Was fällt dir ein, Eichhörnchen mit Steinen zu bewerfen? Nein, mache ich natürlich nicht. Bewerf sie mit Schuhe. Okay, jetzt ist gerade auch wieder mein Held davon gewichen. Und was haben wir hier noch? Ein paar andere. Ach. Ganz ruhig, meine Kleinen. Ihr kommt alle heran. Braucht keine Angst haben. Kommt der mal wieder aus dem Tiefschlaf raus, mein Held. Also in letzter Zeit ist es ja eher so, dass er durch seine Abwesenheit glänzt, als durch seine Anwesenheit. Das macht mir natürlich auch ein bisschen Sorge. Ist nicht ein guter Ruf mehr, Herr Mr. Fred. Das ist nicht schön. Aber wir haben den Schrein hier. Heißt, es ist wieder Geisterstunde angesagt. Nein, erstmal ist es hier Metzestunde angesagt, weil schon wieder hier irgendwelche Wesen kommen. Und wir haben hier einen großen Grabstrahl für die Kampfmagier. Und wir haben wieder was Gelbes gefunden. Oh, so viel Gelbes in letzter Zeit. Und für den Nahkampf. Stufe 9 erforderlich. Lorital Vermächtnis. Schon wieder Lorital. Ich will mal gucken, wenn wir schon so viel von diesem Lorital haben, was das für alles für Bonus gibt, wenn ich mal alles miteinander verwende. So, wir haben jetzt 5 von 8 Gegenständen davon. Das ist ja nicht so viel, wie ich dachte. Hier haben wir noch was für Kampfmagier, so eine kleine Grube. Die nehmen wir auch noch mit.
Was gibt es? 8 Stärke, 25 Rüstung, 8 Resistenzen gegen magische Schäden, 1 auf Hindernis, Zähigkeit, verstärkte Rüstung und 5 Nahkampfschaden. Also, nicht interessant. Gut, dann werden wir wieder die Sachen wechseln. Und den Helm wollte ich doch haben. Genau. War da noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oder? Nein. Nein. Das war's, glaube ich. Siehst du, ich habe dir diesen diese Kette zweimal. Gut, verstehe ich. Und das große Buch aufschlagen. Und wo haben wir es hier? Gesänge haben wir hier. Jetzt müssen wir nur Gesang der Toten, da war's. Gesang rezitieren. Vox Mortem. Wie bei Harry Potter. Gut, dann laufen wir mal zurück. Und zu dem Geist. Und mal schauen, was dieser uns zu sagen hat. Wo ist er denn? Hier sehe ich einen grünen Punkt, aber es ist, glaube ich, nicht der Geist. Der grüne Punkt. Aber hier haben wir den. Der ist gar nicht in der Karte aufgelistet. Doch, da ist er. Treibender Sand und treibende Seele. Eine Welt verfinstert in der Stunde des Ruhms. Die Tränen der Toten unter der Ebene fließen. Ein Strom der Trauer, den Sterbliche nicht sehen. Wollt ihr auf seine Warnung hören? Ein neuer Morgen bricht an. Doch kommt er von oben oder von unten? Eure dunklen Worte beunruhigen mich. Was soll ich tun, Geist? Das Klagelied ist gesungen und sterbliche Ohren haben es gehört. Mehr ist nicht nötig. Die leuchtenden Gestade rücken näher. Diese Seele hat Ruhe gefunden. Wie? Der wollte bloß gehört werden und das war's dann? Na gut, dann geht in Frieden, Geist. Ich wünsche euch eine gute Reise. Und dann gibt es uns 2 nutzlose Sachen. Gut, nehmen wir halt mit. Geist noch erlösen. 15 Stück. Oh Gott. Wir haben Zeit für die Ghostbusters. Bei so vielen Geistern, die überall übrig sind. Und wir sehen schon den nächsten Teleporter. Sehr praktisch. Es sei denn, es sind wieder so viele Gegner unterwegs wie jetzt gerade. Ach, mein Held ist wieder K.O. gegangen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stört mich doch gerade eine Flasche an der Maus. Und wir wollen... Ach nee, das können wir nur machen. Los, mach was, du Held. Und der zweite ist ohnmächtig. So, jetzt geht's aber wieder. Aber der Hauptheld Mr. Fred ist natürlich immer noch im Schlaf. Gut, hier haben wir einen Turm. Bogenschütze. Mal rein. Eine kleine Truhe und noch ein Gesang. Und Mr. Fred ist wieder da. Hallo Mr. Fred. Wie geht's Ihnen heute? Wieder ausgeschlafen. Sehr schön. Heilender Regen 2. Naja. Gut, und Heilzauber. Nee, Heiltrank. Aber ich sehe wieder grüne Punkte auf der Karte. Das heißt, hier gibt es Präriehunde. Ja, die kleinen Präriehunde. Die wir nicht angreifen können. Und auch nicht mit Schuhen bewerfen können. So. Fällt mir auch gerade ein, ich habe hier Gruppenbefehl Angriff. Wechseln wir. Wir hatten Nachahmen gerade gehabt. Das will ich natürlich nicht haben. Und wir sind angekommen. Die Ruinen von Okayam. Oder Okayam. Wie man es will. Und hier haben wir wieder ein Tor. Rein ins Gebäude. Schauen wir mal, was es gibt. Wieder ein Gesang. Eine Truhe. Und ein paar unnützliche Kisten. Nein, nutzlose.
Was ist denn das Wort Unnutzlose? Das kenne ich gar nicht. Aber das ist typisch für mich wieder dieses Neologismen, die ich verwende. Unnutzlos. Ja, warum nicht? Warum kompliziert, warum einfach, wenn man es auch kompliziert machen kann, so schön. So, aber genau, haben wir auch genau hier richtig ausgewählt. Jetzt mal los hier, olle Armbrustschütze, Bogenschütze. Du hast jetzt hier ordentlich mit deinem. Oh! Wir haben wieder einen gelben Gegenstand gefunden. Was ist denn hier los in letzter Zeit? So viel Gelb habe ich nicht mehr gesehen, seit ich in die Sonne geschaut habe. Okay. Das war das letzte. Und was ist das? Ein Falchion. Ein Falchion ist ein. Oh, Satz Nachtschatten. Phantomklinge. Lecker, lecker, lecker. Das gefällt mir doch umso mehr. Was macht der? 2 bis 7 Eischaden hinzufügen, 2 auf kritischen Schlag, 2 Waffen. Oh, sieh mal eine an. Nachtschatten ist für 2 Waffen ausgerüstet. Na super. Dann werde ich mal gucken, ob ich nicht den Nachtschatten-Set irgendwie zusammenfinde. Das ist doch mal was Nettes. Nach diesen Unrühmlichkeiten, die sonst immer herrschen. So, jetzt habe ich gerade den Skillbaum offen, das weiß ich wohl nicht wollte. Aber es geht Richtung Teleporter. Also was ganz Neues. Aber wenigstens wissen wir, wenn wir Richtung Teleporter laufen, dann kann das Quest nicht allzu weit sein. Oder die Quest. Die Aufgabe heißt so die Quest, nicht das Quest. Richtige Artikel verwenden. Gut, was haben wir hier? Nichts. Und hier haben wir wieder unsere Feuerfrösche. Und viele kleine Blitze, die hier reinschlagen überall. Und eine große, sechsbeinige Schargotte. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ach, lasst, mein Held ist schon wieder umgefallen. Mal was ganz Neues. Nur wegen ein paar Morden, Brust, Armbrustschützen oder Bogenschützen. Hier habe ich doch irgendwie. Ach, hier ist noch eine Feuerkröte. Sieh mal einer an. Gut. In der Zwischenzeit, wo mein Held schläft, können die anderen mal ein bisschen was aufsammeln. Und da unten sind wir grün. Aber ich denke mal, das sind die Präriehunde. Ja, hier sind auch Präriehunde und Löcher. Und wir haben hier was für Mana-Tränke. Aber dazu, damit wir die Mana-Tränke bekommen, müssen wir erstmal meinen Held. Ach, da ist er ja wieder. Hierher schicken. Komm mal. Mr. Fred. Das kann nicht sein, was sie machen. So, und wir verscheuchen gleich die kleinen Präriehunde. Oh, die sind süß. Quieken sogar. So, Teleporter ist auch nicht mehr so weit. Und ich habe mich gerade festgelaufen. Ist ja super. So. Oh, hier geht's zu irgendwas runter. Das ist ja mal interessant. Ah, das könnte man. Oh! Mein Held ist wieder schlafen gegangen. Das könnte man nächstes Mal mal nachschauen. Was da unten sich verbirgt. Bestimmt nichts Gutes für meinen Helden. Der wird wieder einschlafen. Na super. Ne, wir gehen jetzt schon runter. Solange ich noch den Zauber aktiv habe. Ein großes verlassenes Unterschlupf. Verlassener Unterschlupf, nicht verlassenes. Und Tür öffnen. Oh, es geht noch weiter runter. Mr. Fred, kommen Sie mal bitte. Na gut, dann gehen wir doch erstmal zum Teleporter. Und dann gehen wir nächstes Mal hier runter. Zu einem großen verlassenes Unterschlupf, wie ich es vorhin gesagt habe. Und... Also Kinder, merkt euch nicht die Grammatik, die ich verwende. Das ist nicht gut. Da bekommt ihr nur 6 in der Schule. Das
ist kein ideales Vorbild, was ich hier abgebe. Und die Neologismen, die ich verwende, also die Neuschöpfung von irgendwelchen fremden Wörtern, ich könnte ja eurer Lehrerin auch noch so gut erzählen, die wird nicht glauben, dass ihr diese Wörter wirklich verwenden dürft. Die werden nicht im Duden stehen, heißt, die könnt ihr auch nicht verwenden. So. Oh, ho, 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 ho. Und es soll jetzt nicht der Weihnachtsmann sein, sondern eher die Tatsache, dass hier meine Leute alle umfallen. Verdammt, das sind mir zu viele. Na komm, das schaffen wir schon. Oder auch nicht. Das wäre eine gute Situation, ab das Spiel abzuspeichern und heute für heute zu beenden. Wir haben eh die 15 Minuten vorbei. Also bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.